Unser neues Thema ist Bruststraffung. Ein sehr umfangreiches Thema, weil es gibt viele Ursachen, warum eine Brust schlaffer wird. Einerseits natürlich die böse Schwerkraft, andererseits eine gewisse Vorgeschichte, das heißt Kinderstillzeit oder auch Gewichtsschwankungen, die Hautsituation, die Bindegewebssituation und natürlich das Volumen. Es kann sein, dass das Volumen weniger wird und damit die Brust mehr erschlafft oder auch, dass eben sehr viel Volumen und Gewicht da ist und dadurch natürlich die Brust einfach zu hängen beginnt. Und demnach muss man auch für jede Patientin ein individuelles Konzept erstellen, wie man die Bruststraffung macht, mehr oder weniger ausgedehnte Entfernung oder Verkleinerung des Hautmantels, Ersatz des Volumens oder eben auch vielleicht Reduktion des Volumens.